Liebe Zuschauer der Zeit zur Lupe, ich freue mich, wieder bei unserem Dr. Kunze zu sein, unserem Oberbürgermeister. Es geht ja in die zweite Runde des Wahlkampfes und ich hatte in Facebook, in dieser internen Seite von Zeitz, nach Fragen gebeten, die Sie als Bevölkerung direkt unserem Volkmar stellen können. Können wir du sagen, Volkmar, wir sind uns sicher ja auch immer. Wir können das lange genug. Auch sonst du. Vielleicht passt dann die Frage leicht auch ganz gut. Man sagt dir manchmal nach, dass du unnahbar seist und daher finde ich es ja ganz gut, dass ich über Facebook immer direkt die Fragen an dich bringen kann. Was sagst du denn zu dir? Ist ja Kritik letztlich, dass du unnahbar bist. Ja, vielleicht erscheint das manchmal so. Beim ersten Kontakt bin ich in der Regel doch zurückhaltend. Da haben mich viele Erfahrungen auch geprägt. Aber wer mich dann näher kennengelernt hat und du weißt das, dann bin ich sehr herzlich und kann ja auch sehr fröhlich sein und kann sehr auf diejenigen eingehen. Aber am Anfang ist sicherlich eine gewisse abwartende Haltung. Na ja, gut, aus Erfahrung vielleicht, aus der ganzen Lebenszeit. Ja, ich bin auch genügend ausgenutzt worden. Glaube ich, ja. Das mit richtigen Freunden und falschen Freunden ist immer ein schwieriges Thema. Richtig. Das machen wir mal in einer anderen Sendung. Also, jetzt mal, wir haben mehr Fragen aus Facebook. Ich lese vielleicht kurz vor. Da wir doch sehr viele Fragen haben, hatte ich es auch vorab Herrn Kunze zugeschickt, also Volkmar zugesandt, diese Ordnung reinzukriegen. Wenn es also was doppelt ist, dann entschuldige ich mich gleich. Auch wenn jemand nicht ganz hundertprozentig sich wiederfindet, dann bitte auch Entschuldigung. Aber wir lesen es eigentlich mal kurz vor. Der erste Kommentar von Enrico Sempert. Bitte mal hintergründiger erfragen, was man denn gedenkt, für die Gemeinden zu tun, die ja nun nichts mehr selbst entscheiden dürfen. Das Umland wird dabei immer zu kurz beleuchtet. Jetzt geht es wahrscheinlich um die Eingemeindungen dieser neuen Gemeindeteile. Also sicherlich kann das manchmal so erscheinen, aber wir müssen natürlich das Gesamtbild der Stadt sehen. Es gab Gebietsänderungsverträge, die 2009 im Wesentlichen vor meiner Zeit geschlossen wurden. Und da gibt es eine Reihe von Maßnahmen. Da hat Pirkau vier Maßnahmen, Nonnewitz, Luckenau, keiner hat 20 Maßnahmen. Und der Abarbeitungsstand ist natürlich sehr unterschiedlich. Aber ich denke, wir haben hier vieles abgearbeitet. In Theißen haben wir sogar 100% erfüllt. Allerdings ist Theißen natürlich auch mit einer anderen Ausgangslage in die Stadt gekommen. Und insgesamt haben wir über alles gesehen etwa die Hälfte bisher verwirklicht. Und ich habe ja zugesagt gehabt, bereits vor 2 Jahren, dass wir die Liste nicht in die Ablage legen am 31.12.2015, sondern an der Umsetzung der Gebietsänderungsverträge weiterarbeiten. Mhm, Dankeschön. Dann haben wir der Herr Dirk Bindmann. Welche Ideen, die Ihre Mitbewerber in den verschiedenen Wahlforen geäußert haben, möchten Sie aufgreifen und als Oberbürgermeister umsetzen? Also, haben wir was gelernt von den anderen Kandidaten? Das ist sehr, sehr unterschiedlich, wie man das betrachten kann. Es sind viele Dinge nachgefragt worden, die sich in Arbeit befinden, wo ich ganz einfach auch sage, nicht jeder der Kandidaten konnte das in jedem Fall wissen. Und wir haben nun mal einen begrenzten Haushalt und vieles wird sicherlich auch in den nächsten Jahren werden. Aber im Moment stehen natürlich im Vordergrund die Fragen der Mühlgrabenbrücke. Die hat bei allen auf der Liste gestanden und daran arbeiten wir intensiv. Es hat bei allen auf der Liste gestanden oder fast allen das Thema Spielplätze. Hier hat der Jugendbeirat eine Spielplatzkonzeption erarbeitet, mit der wir jetzt in Klausur gehen werden, weil wir sicherlich bei den 36 Spielplätzen nicht alles auf einmal machen können, sondern da werden sicherlich viele Maßnahmen erst einmal auch in der Rang- und Reihenfolge zu besprechen sein und das wollen wir mit dem Jugendbeirat machen. Spielplätze, das ist zwar eine Anmerkung von mir, bin zwar nur der Interviewer, Spielplätze muss man ja auch darauf achten, dass möglichst keine Gefahr für Kinder ausgeht. Sehr oft der Wunsch und Traum und Realität ein bisschen auseinander. Ja, also jeder Spielplatz wird zweimal im Jahr begangen, einmal vom TÜV und da werden entsprechende Gutachten erstellt und Genehmigungen erarbeitet und danach wird abgearbeitet. Dann haben wir gehabt einen Mike. Wie ist es mit der Flüchtlingspolitik? Das wiederholt sich nochmal irgendwo. Wie viele Zeits aufgenommen werden sollen? Und dann kommt eine ergänzende Frage, vielleicht passt es besser. Welche Maßnahmen für Integration hat die Stadt bereits geplant? Oder hat man was sich dabei schon gedacht, wie man manche integrieren könnte? Also das Thema Flüchtlinge in Asyl und Geduldete ist in Zeitz kein neues Thema.
Denn wir waren bis zum Auftreffen dieser jetzigen Welle, war Zeitz die einzige Stadt im Burgenlandkreis, bei der Flüchtlinge auch aufgenommen wurden. Das hing damit zusammen, dass wir diese Gemeinschaftsunterkunft hatten. Die kumulierte Gesamtzahl, die wir im Moment haben, ist nur unwesentlich höher als die Zahl, die wir vorne weg hatten. Dafür haben aber Naumburg, Weißenfels unterdessen die gleiche Zahl, die sich so bei ca. 680, 690 bewegt, erreicht. Mhm, danke. Wenn man da Steffen Richter, Herr Kunze, wie und vor allem wann geht es nach dem Fällen der Bäume in der Parkstraße im Februar 2015 weiter? Diese Fällungen, da muss ich natürlich jetzt mal gucken auf die Zuarbeit, in der Parkstraße erfolgten in Vorbereitung auf die Wiederherstellung der Straße nach dem Hochwasser. Und es ist jetzt eine grundsätzliche Straßenbaumaßnahme geplant, was die Entwicklung angeht. Und dabei ist jetzt vorgesehen, dass dann mit der Straßenbaumaßnahme auch entsprechend neue Bäume angepflanzt werden. Ach so, der Uwe Kraft, wird man mal wieder was für die jungen Leute, das habe ich ergänzt mit Jugend und Kinder, aber es kam mal wieder getan, Fragezeichen, und gehört die Unterstadt noch zu Zeitz, also mit dem Schmunzeln? Also zu dieser ersten Frage, wir tun unheimlich viel. Wenn man mal vergleicht, was wir im Bildungswesen tun, als Schulträger in den Sekundarschulen und in den Grundschulen, in Kindereinrichtungen, da sind wir auf einem sehr guten Stand. Dass die Gebäude teilweise, wenn ich Zeitz Ost die Grundschule sehe, erhebliche Mängel haben, dafür haben wir Förderanträge gestellt und hoffen, dass die auch bewilligt werden. Ich denke, wir haben eine ganze Menge getan. Wir leisten uns auch weiterhin die Skaterbahnen an der Magdeburger Bachstraße und am Jugendhaus. Wir haben das Jugendclubhaus, wenn man so will, Haus der Jugend weiter in Betrieb. Ich denke, da gibt es viele Gestaltungsformen. Natürlich muss die Jugend selbst auch mitgestalten und muss auch definieren, was sie gerne dort tun möchte. Danke. Also zur Jugend übrigens mal ein kleiner Ausflug von mir. Wenn junge Leute Lust haben, mal ein Filmprojekt mit mir zu machen, könnt ihr mich ansprechen. Jederzeit, Musikvideo, alles mache ich mit. Mich würde mal interessieren, Olaf Wiedemann, ob irgendwann oder vielleicht in naher Zukunft mal etwas in der Rahnestraße passiert. Sie ist das Eingangstor zur Zeitzer Innenstadt und sieht aus, als hätte dort vor kurzem noch ein Krieg getobt. Was natürlich, bam, 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 also letztlich die Geschichte wie der Rahnestraße, vielleicht mal ein bisschen aufklären, was die Realität ist. Also auf der Rahnestraße bergauf, auf der linken Seite gehören fast alle Häuser, mehr als die Hälfte der Häuser einem Eigentümer, der kein Interesse hat, etwas zu tun. Nun haben wir im deutschen Recht, ist Eigentum geschützt und wir arbeiten seit 2,5 Jahren an einem Bebauungsplan. Der muss absolut rechtssicher sein. Wir müssen davon ausgehen, dass der Eigentümer gegen den Bebauungsplan klagt. Und der soll ja dann auch Bestand haben. Und wenn der Bebauungsplan Bestand hat, können wir Sanierungsauflagen erteilen und dann natürlich auch Ersatzvornahmen durchführen. Aber das ist im deutschen Recht ein Prozess, bis man dann sichtbare Ergebnisse hat, der bis zu 10 Jahre dauern kann, um es rechtlich überhaupt zu können. Also als Antwort, wir sind dabei, aber mit 10 Jahren müssen wir rechnen. Davon haben wir 3 weg. Das ist gut. So, Günter Stumpf, mich würde mal interessieren, ob es ein Mitbestimmungsrecht der Bürger ganz demokratisch geben wird oder könnte, beantworte ich selber durch die Wahl, wo jeder Bürger seine Ideen einfließen lassen kann und auch darüber abgestimmt werden kann, wie es in einer echten Demokratie halt so ist. Als Bürgermeister kann man das in der Stadt realisieren und würde auch die Bürger dazu anregen, selbst zu gestalten. Was halten Sie davon? Da geht es ein bisschen wahrscheinlich um die direkte Demokratie und Pluralismus. Ja, haben wir ja praktiziert. Dort, wo wir in Selbstverwaltungsangelegenheiten tätig sind, wo auch der Stadtrat zuständig ist, haben wir ja schon mehrfach solche Dinge getan. Wir haben Befragungen gemacht, auch wenn es keine Zuständigkeit gab. Ich denke an die Fahrtrichtung der Ersatzmühlgrabenbrücke, wo wir einfach die Öffentlichkeit gefragt haben, wie sehen Sie es, weil für jede Variante etwas sprach. Ich erinnere an den Klosterkirchhof am Franziskanerkloster, der ja komplett nur als Bürgerplanung entstanden ist. Okay. Wir haben Entwürfe gehabt und dann haben wir unser Franziskanerkloster, etwa 100 Bürger sind gekommen der Einladung und dort haben wir dann den Endentwurf gemacht und so ist es dann auch gebaut worden. Wir haben zum Goethepark
Ideenaufruf gehabt und haben dann in einer gesonderten Sitzung des Stadtrates die Ideen kombiniert mit den Vorschlägen des Jugendbeirates und des Seniorenbeirates abgewogen und haben jetzt eine Gesamtaufgabenstellung, aus der jetzt das Projekt Goethepark wird. Also das sind nur drei Beispiele. Es gibt noch viele mehr, die sicherlich nicht jedes Mal jeder wahrnimmt, aber die schon Beispiele sind. Und das wird auch unter meiner Leitung weiterhin so sein. Also die Antwort dazu, jeder Bürger hat die Möglichkeit, sich über die verschiedensten Vereine, Bürgerinitiativen einzubringen und du hast immer ein offenes Wort. Und auch unmittelbar, genau, bei den Beispielen war es unmittelbar. Da ging es gar nicht über Vereine, sondern auch direkt. Na, einwandfrei. Wie soll gegen die vielen wilden Müllhalden und den Müll und Schmutz vorangegangen werden? So ein Thema, was ja immer wieder... Ja, mehr als, dass wir die Feststellungen treffen, dass wir keine Chance haben, oftmals die Verursacher kennenzulernen und dass wir dann auch in bestimmten Zeitabständen, das kann nicht täglich, das kann auch nicht wöchentlich sein, dann die Beräumung beauftragen, ist es leider so, dass es unsere eigenen Leute sind und ihre Gäste oder auch die Hunde aus der Stadt, die dazu beitragen. Aber wenn man da immer taggenau sein wollte, dann hätten wir, glaube ich, kein Geld mehr für andere Angelegenheiten. Das ist richtig, ja. Auch mal selber was in die Hand nehmen. Da Herr Florian Holland, ich versuche zusammenzufassen, weil es so lange war, er spricht die Unterstadt wieder an, das war ja vorhin der Fall, ja. Und spricht aber irgendwie dann Rewe, ob denn Rewe kommt oder der NP zumacht. Also die Elster-Vorstadt liegt mir genauso am Herzen, sonst hätten wir nicht auch die in der Entwicklungskonzeption die dauerhaften Behalt der Schule auch entschieden. Wir haben schon lange den Wunsch, dass ein Einzelhändler in den Bereich der Elster-Vorstadt kommt. Hier ist seit langer Zeit Rewe im Gespräch. Muss allerdings sagen, auch die letzten Investoren, die da waren, wo wir den Aufstellungsbeschluss gemacht haben, bekommen es augenscheinlich nicht gestemmt. Wir haben uns jetzt einen neuen Investor gesucht, bei dem wir glauben, dass es wird und der Arbeit ist dran und es ist auch schon beim Grundstückserwerb, sodass ich hier optimistisch sehe, dass wir in den nächsten Zeiträumen den Rewe als Markt an der Schädelstraße bekommen können. Aha, danke. Dann ist mir auch gefragt, die ähnliche Frage, ob die Rossmann-Drogerie jetzt in die Stadt geht oder nicht, ist die Frage. Es gibt einen klaren Vertrag zwischen einem Grundstückseigentümer und der Firma Rossmann und der wird umgesetzt werden. Ich gehe davon aus, dass in diesem Jahr der Umbau erfolgt. Dann kommen also allgemeine Bemerkungen. Ich glaube, Geld fehlt überall. Gut, sind keine konkreten Fragen. Das Geld, was wir als Einnahmen haben, reicht bei Weitem nicht aus, um die Ausgaben, die vielgestaltig sind, auch zu decken. Da müssen wir eben immer zeitweilig Abstriche machen und einiges verschieben. Ja, da kommt von Herrn Mark Heinrich als Beispiel so eine Bemerkung. Es ist ein Unterschied, ob das Geld vom Bund, vom Land oder aus dem Stadtsäckel kommt. Ist einfach nur richtig. Hier kommt eine Frage wieder, Thomas Feike. Mich würde interessieren, wann aus der Dauerbaustelle Zeitz endlich mal wieder eine normale Stadt werden soll. Genau. Ja, also was wahrscheinlich, jetzt geht es weiter, wie ob Entscheidungen wurde der Stadt, wieso? Na gut, aber es geht es darum, Baustellen, vielleicht kannst du dazu was sagen zu den Baustellen. Also erst einmal sind Baustellen ja kein schlechtes Zeichen, sondern sind ein Zeichen dafür, dass sich was bewegt. So, und da haben wir natürlich einiges auch im Stau gehabt, wo wir dann zielgerichtet daran gearbeitet haben. Ich denke hier an die Schützenstraße, ich denke, dass wir im Bereich der Badstubenvorstadt in den letzten Jahren gearbeitet hatten. Ich denke, dass wir dringenden Bedarf haben an der Weißenfelser Straße. Es ist unterdessen gelungen, dass wir Fördermittel bekommen. Und da die Förderung ja an den Solidarpakt gebunden ist, müssen wir natürlich versuchen, alles, was wir jetzt noch aus dem Solidarpakt gefördert bekommen können, umzusetzen. Weil diese Geldquellen stehen nach 2020 mit Auslaufen des Solidarpaktes nicht mehr zur Verfügung. Deshalb sage ich, ich sehe es im Moment positiv, dass uns im Moment viel gelingt, dass der Verkehr manchmal dadurch etwas chaotisch ist. Dessen sind wir uns alle bewusst, aber nichts zu machen wäre schlimmer. Danke. Jetzt habe ich die Frage von Herrn Falke ein bisschen besser verstanden, weil es im zweiten Teil ist. Er fragt eigentlich an,
ob es Interessenskonflikte gibt aus deiner Stellung heraus, Oberbürgermeister zu sein, auf der anderen Seite auch der Aufsichtsratsvorsitzende der Stadtwerke Zeitz, die ja, jetzt, glaube ich, als GmbH geführt werden, ob es da Interessenskonflikte geht. Nein, ganz im Gegenteil. Die Stadt ist ja 50% Gesellschafter und hat damit natürlich auch einen Einfluss auf die Geschäftspolitik. Und sicherlich ist eine Aufgabe, die in den Stadtwerken auch verwirklicht wird, ist Hilfe in der Infrastruktur, aber auch Unterstützung von Vereinen. Und insofern sind die Stadtwerke auch ein Helfer der Stadtverwaltung bei der Bewältigung von eigenen Aufgaben. Jetzt komme ich mal zurück drauf. Ich hatte vorhin schon mal gefragt, ich bin mal sehr unsicher drauf. Wir hatten über die neuen Bürger, in Anführungszeichen Flüchtlinge, ja schon gesprochen. Da wurde aber nochmal nachgefragt, ob man ein konkretes Projekt zur Integration doch schon was geplant hat, sie zu integrieren, ob es sowas gibt. Also das ist im Moment sicherlich ein Schlagwort, Integration und Projekte. Da muss man sich einfach mal vergegenwärtigen, wann kommen sie an, wie lange bleiben sie. Und im Moment ist die Verweildauer zwischen 3 Wochen und einem halben Jahr. Und bei einer solchen Organisationsform ist es natürlich schwer, spezielle Projekte zu machen. Die Stadt hat eine Mitarbeiterin für diese Aufgabe abgestellt. Mit den Menschen, die hier in der Stadt sich aufhalten, sich zu beschäftigen, vor allem junge Leute, die noch nicht das 18. Lebensjahr erreicht haben, mit an die Hand zu nehmen, ihnen zu helfen, Deutsch zu lernen, mit ihnen auch Projekte durchzuführen. Das unterstützen wir. Und ich denke, da sind wir auch sehr gut dabei. Wir sind ja auf einem guten Weg, das waren doch ganz schön viele Fragen. Was möchte der Bürgermeister, also Sie wahrscheinlich, Oberbürgermeister unternehmen, um die Stadt attraktiver zu machen? Wie möchte er dafür sorgen, dass sich vielleicht neue Unternehmen ansiedeln, damit neue Arbeitsplätze entstehen? Ui, jetzt müssen wir natürlich an die Zeit denken. Komplett kann man das bestimmt nicht beantworten, aber vielleicht also eine Anregung. Ja, wir haben in den letzten Jahren, schaffen wir ja die Rahmenbedingungen. Wir können die Arbeitsplätze nicht schaffen. Wir können Rahmenbedingungen schaffen, dass die Wirtschaft, ob das der Mittelstand ist oder die größere Industrie, sich hier ansiedeln und entwickeln. Ich denke, die Investition von Südzucker, die erhebliche Erweiterung bei Zeitzguss sind ein unmittelbares Zeichen für die Entwicklung. Es sind in den letzten 5 Jahren unmittelbar 500 neue Arbeitsplätze entstanden und sind auch mittelbar, wenn ich die ganze Logistik anschaue, weitere 1000 Arbeitsplätze entstanden. Allerdings versorgt Zeitz die ganze Region mit Arbeitsplätzen. Wir werden weiter daran arbeiten, dass die Rohstoffe, die an diesen Stellen entstehen, auch nach Möglichkeit in Zeitz weiterverarbeitet werden. Mhm. Da haben wir gehabt, sorry, die Dörfer draußen. Da hatte ich geschrieben, ein Herr Steffen Richter. Herr Kunze, wie haben sich die Personalkosten der Stadt Zeitz im Allgemeinen entwickelt und im Speziellen bezogen auf den zweiten Bürgermeister, der seinen Arbeitsplatz mit ihrer Wiederwahl verbindet? Also diese Verbindung ist etwas schwierig zu erklären. Erstens hätten wir nicht erhebliche Personalabbaumaßnahmen durchgeführt in den letzten Jahren, legen wir mit den Personalkosten heute etwa 18% höher, als wir sie tatsächlich haben. Das heißt, die haben wir schon erst einmal reduziert. Das heißt, die Steigerung ist deutlich niedriger, als es gewesen wäre. Die Frage zur Verbindung mit dem Bürgermeister ist nicht ganz plausibel, weil er leitet, ohne dass wir da einen weiteren Bereichsleiter, Fachbereichsleiter haben, den Fachbereich Ordnung und Sicherheit und Recht. Und wenn es nicht den Bürgermeister in Funktion gäbe, gäbe es die Pflicht, einen Volljuristen an dieser Stelle sowieso einzustellen. Und die Minderausgaben wären geringfügig, aber so ist wenigstens auch eine ordentliche sachgerechte Vertretung und auch Vertretung der Stadt gewährleistet. Dann bekamen wir 2 E-Mails noch. Die UB, haben Sie die Absicht, bei der Beschaffung von Fahrzeugen der Stadtverwaltung den Kohlendioxidausstoß stärker zu beachten und umweltfreundliche Fahrzeuge zu kaufen oder zu mieten? Haben Sie in diesem Zusammenhang auch über alternative Fahrzeugnutzung, Carsharing, Elektromobilität, öffentlicher Verkehr nachgedacht? Diese Frage betrifft nicht die Fahrzeuge der Feuerwehr. Also die Dienstfahrzeuge der Stadt haben wir nur etwas weniger als die Hälfte dessen, was andere vergleichbare Städte haben. So, da gibt es ein entsprechendes Anmeldesystem, wo die Bereiche, wenn sie dringenden Bedarf haben, ob sie mal in eine Ortschaft rausfahren müssen oder zu
nach Magdeburg. Wenn mehrere nach Magdeburg müssen, dann wird das Fahrzeug genutzt. Muss nur einer zu einer Beratung, dann fährt er im großen Teil auch mit dem Zug. Also das wird schon immer abgewogen, wie es kostengünstiger ist. Carsharing kommt dann für eine Verwaltung nicht in Betracht. Und wir haben auch, denke ich, bei dem Fahrzeugpark, den wir haben, eine Güte, die bei niedrigen Belastungswerten liegt. Es ist auch in Erwägung, in der nächsten Routinerunde für den rein innerstädtischen Verkehr auch über Elektrofahrzeuge nachzudenken. Die sind aber im Moment in der Anschaffung immer noch deutlich teurer. Kann ich bestätigen. Als andere. Ich war letztens in Berlin, kleine Sache, wenn man es sich leisten können, da waren so Tesla, ist dort tolle Fahrzeuge, aber ganz schön teuer. Also da war noch, das ist eigentlich die letzte Seite jetzt hier, Zusammenfassung mehrerer Fragen. In absehbarer Zeit ist der grundhafte Ausbau der Weißenfelser Straße für mehrere Jahre geplant. Kommt es dort zu einer Vollsperrung über mehrere Jahre? Die Weißenfelser Straße soll in 3 Bauabschnitten gebaut werden, wobei die Bauabschnitte so gebildet sind, dass immer auch der innerörtliche Verkehr eine Umleitung findet. Der überörtliche Verkehr wird allerdings über die B2N geführt. Aber eine Gesamtvollsperrung geht gar nicht. Da wohnen viel zu viele Leute an der Straße. Aber es wird zu erheblichen Einschränkungen kommen. Das ist nicht zu vermeiden, weil die Abwasserleitungen, wo die neuen Anschlüsse der Häuser auch ran müssen, werden in der Straßenmitte liegen. Aber es ist auch egal, sie liegen in der Straße und ich muss nach rechts und links an die Häuser ran. Und damit gibt es natürlich dort auch zeitweilig auch erhebliche Belastungen, aber es wird nicht eine Vollsperrung über 3 Jahre der Weißenfelser Straße sein. Wann kann mit dem Abschluss folgender Bauvorhaben gerechnet werden? Die Brücke Mühlgraben, haben wir da einen Zeitpunkt? Das Land ist Bauherr, das Land hat mitgeteilt, dass sie im Jahr 2017 die Mühlgrabenbrücke fertigstellen wollen. Stadion? Stadion werden wir die Sportanlagen, die Freisportanlagen im Sommer diesen Jahres komplett zur Verfügung haben. Beim Thema des Sozialbaus des Gebäudes warten wir noch auf die entsprechenden Entscheidungen des Fördermittelgebers. Aber wenn ein, wie es im Moment aussieht, kompletter Ersatzbau erforderlich ist, dann wird es schon bis zum Ende des Jahres 2017 entsprechende Bau geben. Deshalb wollen wir für Sanitär ab Mai Alternativen haben, dass zumindest der Übungsbetrieb in der Sportanlage gewährleistet ist. Brühl, das ist wahrscheinlich jetzt das, was Sie angefangen haben. Ja, Brühl wird in diesem Jahr abgeschlossen. Schützenstraße? Schützenstraße sind Bauabschnitte. Sind wir jetzt im Moment im Bauabschnitt Schützenplatz als Fortsetzung der Tröglitzer Straße. Es geht weiter bis August-Bebel-Straße und es wird einen dritten Bauabschnitt geben, der dann bis zur Weberstraße vorgeht. Das ist in Jahresscheiben vorgesehen, wo auch wieder Umleitungen möglich sind. Sie sind 2009 mit dem Ziel hinein die Mitte wohnen und leben in der Innenstadt, heraus im überörtlichen Verkehr angetreten. Welche Maßnahmen sind geplant, das Wohnviertel von Theodor-Arnold-Promenade bis Altenburger Straße und Kleinaer Straße bis Schützenstraße wieder zum Leben zu erwecken? Damit ist das Jugendstilviertel gemeint, um August-Bebel-Straße rundherum. Es ist schon schwierig, auf diese Frage einzugehen, weil die ja sehr, sehr viel in sich beinhaltet. Der Wunsch vieler Anwohner war, erstmal eine Verkehrsberuhigung einzuführen, dass also weniger Verkehrslast ist. Das wurde von Eigentümern auch als Voraussetzung bezeichnet, dass sie dann investiv ins Spiel gehen. Ob sie es wirklich tun, weil an einigen Häusern sicherlich Erhebliches zu tun ist, das kann die Stadt nicht beeinflussen. Und insofern fällt es schwer zu sagen, wir tun da etwas, wir können die Rahmenbedingungen schaffen. Die Grundstückseigentümer müssen da schon selber mitziehen. Wir haben jetzt erst einmal den Punkt Verkehr reduzieren, damit die Wohnlage, die eine sehr schöne Wohnlage ist, ein wunderschöne Grunderzeughäuser, damit sie entsprechend auch belebt werden können. Herzlichen Dank, jetzt bin ich eigentlich rum. Sie hatten die Fragen, hatte ich ja auch vorhin geschickt. Sie, ja. Ist Ihnen aufgefallen, ob ich irgendwas vergessen habe? Nö, eigentlich nach meiner
Zusammenfassung dürfte alles dabei gewesen sein. Ja, die Bürger sich einbringen können, haben wir gemacht. Doch, es war noch angeregt worden über andere, die das Thema der Berufsschule. Ach so, dann sprechen Sie es weil mal. Die Stadt ist nicht Träger der Berufsschule, aber wir haben in Zeitz vor einigen Jahren begonnen. Zweimal im Jahr machen wir eine Schulleiterkonferenz und da nehmen die Schulleiter unabhängig der Trägerschaft teil. Das heißt also auch der Leiter oder sein Stellvertreter der Berufsschule und die Leiter beider Gymnasien, also auch Treusig das Gymnasium. Und wir besprechen hier viele Dinge gemeinsam. Die Berufsschule wird von uns maßgebend auch mit begleitet. Und die Bildungsmesse, da ist die Stadt auch immer dabei. Ich selber auch. Und ich freue mich immer, wenn wir dort 45 Ausbildungsbetriebe als Aussteller haben, wo sich dann unsere jungen Leute entsprechend orientieren können und vielleicht auch Berufe in der Heimat finden. Fein. Hatten Sie noch was Sie vielleicht direkt unseren Wählern noch sagen wollen? Erstmal Glückwunsch übrigens, dass Sie ja in die zweite Runde gekommen sind letztlich. Also es gäbe sicherlich sehr viel, was man noch sagen könnte den Wählern. Aber mir geht es eigentlich nicht darum, nur den Wähler, sondern ich möchte eigentlich weiter für Zeitz arbeiten. In der ersten Wahlrunde hat ein Bewerber formuliert, 7 Jahre sind eine zu kurze Zeit in der Stadt zu gestalten, muss ein Lebenswerk sein. Und da kann ich nur beipflichten. Jetzt, vielleicht darf ich da nochmal fragen. Du hast ja doch ein gewisses Alter schon erreicht, wo mal Rente kommt. Also würdest du ich fühle mich noch nicht als Rentner. Ja, ich auch nicht. Aber ich darf rechtlich noch 7 Jahre eine Wahlperiode machen. Und das habe ich auch vor. Bis zum Schluss. Das habe ich vor bis zum Schluss. Gut, also wir haben es aufgezeichnet. Also wenn Herr Dr. Kunze nochmal gewählt wird, bleibt er die 7 Jahre. Gut. So habe ich es vor. Das haben wir, gut, okay. Was mir noch höchstens, eine Frage noch, es ist nicht gekommen, wir müssen es auch nicht ausdehnen, was mich schon mal ein bisschen immer so mal bewegt, das war jetzt auch die Berufsschule erwähnt, hat, ist, weil ich mit dabei war, was so Suchtpräventionsgeschichte mal, und wir haben in Zeitz doch das Problem, viel Alkohol, Rauschgift, Beschaffungskriminalität, ist ja keine leichte Sache und ist ja auch was, warum AfD sehr Zuwachs überall hat, wo man wieder schreit, wir brauchen mehr Sicherheit. Was ist zu dem Thema zu sagen, wie sieht die Situation in Zeitz aus in der Beziehung? Also wir haben ja 2 Jahre ein Suchtpräventionsprojekt gemacht mit dem Städtischen Sicherheitsrat und waren da auch in allen Bereichen, in allen Schulen und in vielen Jugendveranstaltungen. Ich denke, man kann an dieser Stelle, wenn man die Prävention macht, nur versuchen aufzuklären. Hier haben Sozialpsychologen mitgearbeitet, hier haben Krankenhausärzte mitgearbeitet und wir haben viel durchgeführt. Wir sind keine Stadt, die etwa in der Statistik bei diesem Bereich einen besonderen herausgehobenen Platz einnimmt. Darüber sind wir froh. Wir wissen natürlich, dass es da im unterschwelligen Bereich eine ganze Menge gibt und das kann man nur mit Aufklärung versuchen zu bearbeiten. Und ansonsten, ja, die Kleinkriminalität spielt eine Rolle auch für die Beschaffung. Insofern ist die Zahl von mittleren und kleineren Diebstahldelikten ein Faktor, der in diese Richtung deutet. Dann danke ich vielmals fürs Gespräch, wünsche für die Wahl alles Gute, noch einen schönen Tag und danke. Alles Gute, liebe Zuschauer von der Zeitzer Lupe. Danke sehr.